Bei schönstem Sonnenschein geht es jetzt nach München zur Free erstmal. Die beginnt am Mittwoch. Und dann werden wir ein bisschen die Berge erobern. Der Jörg hat einen Auftritt in Linz, da freuen wir uns schon sehr drauf. Und noch ein paar andere Termine, vielleicht fahren wir auch noch nach Wien. Also gibt es so ein paar Überraschungstermine, wir werden sehen. Und auf jeden Fall wollte ich in die Berge und wollte Schnee sehen. Und jetzt habe ich gehört, Jörg, dass der Schnee schmilzt. Was soll er machen? Ja, der schmilzt. Ja gut, wenn das mit dem Schnee nicht klappt, dann mal gucken. Also oben. Nicht, dass wir wieder am Meer landen, ne? In Italien. Oben liegen 4 Meter, bis die geschmolzen sind. Also oben liegen 4 Meter, sagt der Jörg. Also ich hoffe, das klappt alles und nicht, dass wir wieder sonst wo landen. Letztes Mal, als ich in die Berge wollte, bin ich am Meer in Italien gelandet. Wir werden sehen. Tschüss. Juhu! Schatz, du bist zu Hause. Ja, genau. Endlich wieder zu Hause. Hier ist nämlich der Jörg aufgewachsen. In Kamp. Herr Kemp aus Kamp. Ich nehme mich bei dir an. Du gibst mir Geborgenheit, was ich nirgendwo sonst fand. Du gibst mir Sicherheit. Ich gebe dir mein Wort. Ein Hoch auf die Leichtigkeit, du mein Heimatort, ich ein Raumschiff in der Zeit. Und wie ist das so, wieder Heimatluft zu schnuppern? Schön. Schön. Es war alles nicht mehr so, wie es mal war. Nee, ne? Nee. Dieser Platz hier, also hier standen Bäume. Bäume. Das da nicht asphaltiert, hier war immer Kirmes. Das kam noch viel größer vor, weil ich ja kleiner war. Ja, das kenne ich, das Phänomen. Und hier haben sie dir also schon das Denkmal gesetzt, ja? Genau. Camp forever. Camp forever. Ende der Finsternis, die Sonne scheint. Ewigkeit Teil 1. Ein Traum auf 2 Köpfe verteilt. Ewigkeit Teil 2. 2 Herzen ineinander verkeilt. Ewigkeit Teil 3. Klepper! Ein bisschen verstimmt. Die Gitarre ist verstimmt. Hörte sich aber total schön an. Ja, jetzt bist du zu Hause, Herr Kemp. Ja, meine Heimat. Aber wir sind ja überall zu Hause. Hier gibt es auch einen schönen Stellplatz, aber der ist irgendwie geschlossen. Der ist nämlich da, hinten, am Anker. Total nett. Und vor allen Dingen, guckt euch mal diesen Ausblick an. Schön, ne? Aufwachen mit diesem Panorama, wie absolut wunderschön. Wir sind gestern von der Free von München losgefahren und haben diesen Stellplatz hier entdeckt, beziehungsweise ist eigentlich ein Campingplatz. Und das ist echt ein toller Platz. Vor allen Dingen, wir sind jetzt abends angekommen und konnten jetzt vor der Schranke stehen. Und guckt euch das mal an hier. Klasse, ne? Die Sonne kommt auch raus. Da blitzt schon die Sonne. Das ist natürlich der Knaller, ne? Blauer Himmel. Und auch noch, ich habe Schnee. Ich glaube, da sind diese Panoramaplätze. Ansonsten ist der Platz hier terrassenförmig angelegt. Also wunderschön und eine schöne Weite. Und zwar ist das hier ein Inzell. Das kann ich schon mal verraten. Also, wie man sieht, kann man hier auch mit größeren Fahrzeugen perfekt stehen. Und hat dann hier so eine Traumaussicht. Echt schön. Bilderbuchwetter! Wahnsinn schön, ne? Wir sind uns so vertraut, treten unbekanntes Land. So, jetzt fahren wir nach Linz. Der Jörg hat da einen zauberhaften Auftritt in einem, also ein Wohnzimmerkonzert. Von, also wie wir jetzt schon finden, mega netten Menschen. Die schreiben schon die ganze Zeit Nachrichten. Die Kinder haben tolle Bilder gemalt als Willkommen. Also
Wir freuen uns auf jeden Fall ganz dolle. Und das Wetter ist mega schön. Wir haben jetzt hier noch an so einem See eine kleine Rast gemacht. Und vorher waren wir noch in der Therme und ja, haben uns auf jeden Fall gesäubert. Mal gucken, vielleicht darf ich ja gleich ein paar Aufnahmen machen von dem Live-Konzert. Jede Reise ist irgendwie eine Traumtour und unerwartet stehen wir hier auf einem schönen Berg und haben hier so eine schöne Aussicht und haben echt mega gut geschlafen nach einem traumhaften Konzert bei unglaublich netten und herzlichen Gastgebern und Gästen. Geht's jetzt weiter Richtung Kitzbühel? Zumindest ist das der Plan. Wir werden sehen, wohin uns die Reise führt. Suche nach einem Café. Haben wir jetzt hier diesen schönen, ich dachte, das wäre Wolfgangsee, aber der heißt Abersee oder so. Aber es ist alles schon noch zu, ne? Hier ist der Wolfgangsee. Das ist der Wolfgangsee. Aber hier kommt Dampf aus der Küche, oder? Die bereiten was vor. Winter am See. Hört sich doch schon mal gut an. Hausgemachte Mehlspeisen. Schatzi, das wäre ja, aber ich will mich, glaube ich, nicht zu früh freuen. Ich glaube, es ist nicht auf, oder? Guck mal, wie schön. Nee, da sitzt kein Mensch drin. Oh, wie schade. Leider nicht auf. Jetzt habe ich hier so eine mega geile Location. Aber kein Kaffee hat auf. Weißt du was? Ich koche uns jetzt einen Kaffee und dann setzen wir uns einfach hier hin. Ist doch auch in Ordnung, oder? Sesam, öffne dich. Wo sind wir gelandet? Und zwar am... Wow! Wolfgangsee. Am See vom Wolfgang. Bei strahlend blauem Himmel. Und es gibt noch so vereinzelt Schnee. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin so in Kanada. Es hat irgendwie so ein Kanada-Feeling. Ist das cool. Und dann dieses mega Wetter. Und es ist noch mega ruhig hier, deswegen hat auch noch viel geschlossen. Aber hier der Campingplatz am See Berau, heißt der, wie man hier sieht, ist zwar total leer. Also da hinten stehen noch welche, da stehen wir. Aber kann uns ja nur recht sein. Ist auf jeden Fall das ganze Jahr geöffnet und auch das Restaurant hat offen, weil wir heute mal die Küche kalt lassen wollten. Heute haben wir uns überlegt, dass wir noch höher steigen in die Berge. Also so vielleicht so eine Skihütte oder eine Rodelpartie. Und da habe ich mich erinnert, dass ich auf der Free einen total netten Mann getroffen habe, der mir was von einem Stellplatz erzählt hat. Und zwar in der Gegend so um Schäffau. Der heißt Panorama-Stellplatz Friedburg. Und der scheint wohl wirklich Programm zu sein. Der liegt mitten in den Bergen und ungefähr 3 Kilometer entfernt ist eine Seilbahn. Und es soll auch eine Rodelbahn geben. Ich habe da gerade angerufen. Also so freundlich habe ich noch nie mit einem Wohnmobil, Stellplatz, Gasthof, Besitzer gesprochen. Sie freut sich, dass wir kommen. Also das ist so ein Willkommen und da fahren wir jetzt hin. Und ich werde euch natürlich wieder mitnehmen. Und es soll auch eine sehr gute Gaststube da geben. Und so wie ich es verstanden habe, bekommt man dann von der geringen Stellplatzgebühr noch ein bisschen was erstattet. Ja, dann gehen wir jetzt mal los, ne? Oder vielmehr, wir fahren los. Ende der Finsternis, die Sonne scheint. Ewigkeit Teil 1. Ein Traum auf 2 Köpfe verteilt. Ewigkeit Teil 2. 2 Herzen ineinander verkeilt. Das ist aber eine schöne, interessante Anfahrt. Also, da ist aber ein Wohnmobilzeichen.
Und ich habe gelesen, es wäre auch Platz für größere Fahrzeuge. Aber wie soll denn der bitte schon diese Brücke fahren? Abenteuer. Also das ist jetzt hier der Stellplatz, den ich auf der Free entdeckt habe. Nach 1,5 Kilometern Ankunft am Ziel auf der linken Seite. Ankunft am Ziel auf der linken Seite. Sieht ein bisschen schattig aus da oben, Schatz. Das ist ja, wenn das jetzt schattig ist, dann wäre ich aber ärgerlich. Was ist denn ein Abenteuer hier schon wieder? Bei der Traumtourabteilung hier. Eieieiei. Und du meinst, wenn wir oben ankommen, habe ich schon... Oh, das darf nicht wahr sein. Schönste Wetter. Oh mein Gott! Also, ich will hier wieder weg sein, wenn es schneit. Kommst du nicht mehr runter? Hoch kommst du, aber runter nicht mehr. Da kommt doch kein Mensch drauf, dass das ein Wohnmobilstellplatz ist. Also weiter geradeaus für mehr. Ach, gut, dass sie Schilder hingemacht haben. Ich glaube, da sagt so manch einer, das kann nicht sein. Aber Schatz, wo sind wir? Hast du schon mal so eine Antwort gehabt? Ja. Neuberechnung. Die sind schon Neuberechnung. Dann rechts. Bitte wenden. Bitte wenden Sie. Eieiei. Schneeland in Sicht. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Oh mein Gott. Diese Tiere, die da aufgestellt sind, sollen einem Vertrauen schenken, glaube ich. Dass man sagt, ja, hier ist doch alles noch richtig. Also man sollte das auf jeden Fall nicht bei Dunkelheit anfahren, weil du siehst ja dann nichts. Ne? Das ist ja bestimmt ein mega Blick, ne? So, jetzt sind wir doch bestimmt da. Da, und die Friedburg. Sonne. Und die Sonne. Da, Gasthof Friedburg. Wir sind da. Und wo sind die Stellplätze? Drumherum. Doch schon. Oder was? Ankunft anziehen. Auf der linken Seite. Okay. Ja, natürlich. Weil ich sehe hier keine Möglichkeit, wo du stehen kannst. Stellsachen haben wir hier. Ja. Alles klar. Okay, super. Guck mal hier, wie idyllisch. Und was für eine Ruhe, ne? Ja, mega. Echt. In der Nacht kein Lärm von irgendwelchen Straßen, Eisenbahnen. Richtig cool. Hinstellen. Allerdings hat der Traum einen Schattenplatz. Also es ist halt durch diesen Berg und deswegen, weil es noch relativ früh ist, fahren wir jetzt erstmal runter und suchen uns ein sonniges Plätzchen und dann fahren wir vielleicht nachher wieder hoch. Ja. Mega Ausblick. Ich sehe uns schon heute Nacht hier oben stehen. Das wird auch mal ein Abenteuer. Mal was ganz Neues. Weil ich glaube, höher geht es eigentlich nicht mehr. Das an, wie hoch wir sind. So. Expedition Österreich. Na, das ist ja mal ein Blick. Hammer, Herr Kemp. Cooles Plätzchen. Leute, das glaube ich nicht. Also wir wollten ja, sind ja auf der Suche nach einer Hütte bzw. einer Seilbahn oder einem Lift, der uns zur Hütte fährt. Und was ich jetzt hier erlebe, ist der Knaller. Und ich habe gerade mit jemandem gesprochen, es soll noch höher gehen. Das ist der Wahnsinn hier. Also, ich sag immer wieder, ne, Reisen im Reisemobil. Wir hatten ja eigentlich einen anderen Plan, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht schlecht, oder? Ich zeig's mal. Betreten unbekanntes Land. Die Kribbeln im Bauch und die Gänsehaut. Ende der Finsternis, die Sonne scheint. Ewigkeit setzt ein. Auf zwei Köpfe verteilt, Ewigkeit Teil 2. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Stehst du nur leider ein bisschen schräg. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem höchsten Punkt. Guckt mal hier. Und da ist der Aussichtsplattform. Hier gibt es nämlich auch so wunderschöne Wasserfälle. Und wohin das jetzt führt, das weiß ich nicht. Leute. Kann das sein, dass das der richtige Zufall ist? Das gibt es nicht. Aber hör mal, der Orange Camp, ne?
ist so ein zuverlässiges Auto. Jetzt kommt der ja noch mit seinem Schnee. Muss ich anhalten. Anhalten ist immer schlecht. Hat ja noch einen Schneehaufen hingelegt. Das glaub ich nicht. Halten. Aber wir finden, das ist zwar ein schöner Platz, aber es ist hier kaum, man kann weder laufen, noch kann man hier stehen, noch kann man hier mit dem Stuhl sitzen, weil es fängt an zu tauen und das sieht man, es ist voll der Matsch. Finde ich echt ein bisschen too much. Komm, dann stellen wir uns einfach auch eine Kneipe. Auf dem Parkplatz. So, jetzt fahren wir wieder zum Ausgangspunkt. Nur weil die Frau eine Stunde Sonne hat. 10 Minuten, die sagen. 10 Minuten. So, jetzt sind wir in Kitzbühel angekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, heute ist echt ein interessanter Tag. Diese Plätze hier, die hier so, also diese Parkplätze, da wollen die 46 Euro für haben. Und wir haben entschieden, das machen wir nicht mit. Das geht ja gar nicht. Komm mit mir, wie heißt das? Komm mit mir ins Abenteuerland. Ey, das soll jetzt richtig links sein. Links abbiegen auf die Dorf. Leute. So, wir sind fix und fertig. Wir sind jetzt nach wie vielen Stunden, Schatz? Nach wie vielen Stunden sind wir angekommen? Haben wir jetzt einen Platz gefunden, der uns richtig gut gefällt. Hier, das nennt sich Bike-Treff in Schäffau. Ich glaube, Schäffau ist doch nicht ein Drehort vom Bergdoktor. Total gemütliches Gaststätte und ein sehr schöner Stellplatz. Ich habe bisher nur im Dunkeln geguckt. Morgen schauen wir im Hellen. Und jetzt ist Feierabend. Prost, Schatz. Prost, ne? Nach langer Suche haben wir es endlich geschafft. Wir sind jetzt hier auf dem Wohnmobilstellplatz am Bikertreff. Das ist eine richtig coole Restauration. Da haben wir gestern auch super lecker gegessen. Und schaut mal hier, man steht hier echt ganz schön in der Bergen. Da stehen wir. Allerdings in meinem nächsten Wohnmobilleben brauche ich sowas wie Hubstützen. Das ist mega schräg hier. Und ohne Stützen, also wir haben es immer noch ein bisschen schräg. Ja, und hier, schön, ne? Ist es natürlich jetzt alles voll Schnee, aber hier kann man im Sommer auch irgendwie wohl sitzen. Das ist, glaube ich, ein kleiner Teich. Erstes Etappenziel haben wir geschafft, Schatzi. Ist das ein Hammer, ey. Ich glaube, ich werde nur Skifahrerin. Ich lehne mich bei dir an. Du gibst mir Geborgenheit, was ich nirgendwo sonst fand. Du gibst mir Sicherheit. Ich gebe dir mein Wort. Ein Hoch auf die Leichtigkeit, du mein Heimatort, ich ein Raumschiff in der Zeit, ich nehm dich bei der Hand, wir sind uns so vertraut, treten unbekanntes Land.